Was geht, meine Freunde, und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Der Yogi ist mal wieder back am Schlüssel für euch hier von der Ebsdorfer Heide V2. Ja, der Abend neigt sich so langsam dem Ende zu. 5:30. Sollen wir noch auf den Acker gehen? Ich würde sagen, wir gehen noch auf den Acker. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Und schauen wir mal, ob wir in die Nacht hineinkommen. Was steht heute auf dem Plan? 81,75 erfolgreich abgehakt, würde ich sagen, so gut wie noch nie in meiner Karriere. Dann steht hier noch auf dem Plan Kartoffeln. Kartoffeln ist noch nicht so meins, deswegen werde ich das wahrscheinlich komplett über den Haufen kippen, sozusagen, ja. Muss ich mal schauen. Und Zuckerrüben brauche ich auch nicht. Was wir aber heute auf jeden Fall tun, ist das Feld schon mal vorbereiten, also ich werde mit dem Grupper drüber gehen, auch hier an der Stelle. Ich weiß nicht, ob das so richtig ist, ob das so gemacht wird. Seht es mir nach, aber so ist der Plan. Und mit was? Ich habe mir hier ja den Corona 500, das gibt wieder Klicks, jawohl, den Körner Corona 500 geholt in einer Breite von 5 Meter. Ich glaube, die 500 steht für 500 Zentimeter, oder? Oh oh. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verkauft auf die Schnelle. Und zwar hier 5 Meter. 5 Meter Arbeitsbreite. Ob ich jetzt die Stabwalze dazu brauche, weiß ich nicht. Aber hey, haben ist besser als brauchen. Also macht das Ding hin. Gucken wir mal, ob wir da zurechtkommen. Wir gehen mit dem Fendt 718 wieder an den Start. Der sieht eh noch so... Naja, er sieht halt aus unter aller Kanone. Ja, ist halt so. Aber es ist mein Zugpferd, der muss arbeiten. Da haben wir keine Zeit für großartig waschen. Mucke, Segelitz, will? So, schauen wir mal, ob er das hochheben kann. Oh. Ja, könnte ein wenig. Ja. Ja. Ich glaube, ich brauche ein größeres Gewicht, ne? Schauen wir mal, was die Stabwalze so an Gewicht bringt. Ja, eindeutig, ne? Mal. Ich glaube nämlich, die Stabwalze brauche ich jetzt nicht zwangsläufig. Ist besser. Ist besser. Wir gehen so auf die Reise, Augen zu und durch. Wir sind nicht so lang auf öffentlicher Straße unterwegs. Fahren wir halt ein bisschen vorsichtig. Von der PS-Zahl her sollte es kein Problem sein. Müssen wir uns auf jeden Fall aber fürs nächste Mal doch noch ein größeres Gewicht holen. Ich glaube, ich habe 750 Kilogramm jetzt gerade vorne angehängt. Vielleicht müssen wir doch mal so Richtung 1500 gehen oder so. Wir werden es mit GPS versuchen, ja. Ich habe es an Bord. Schalten wir schon mal an, das Ganze. Der Mais steht schön hier. Da fahren wir jetzt durch, Freunde. Boah, ist das schön oder ist das schön? Ja, so muss es sein, Freunde. Du darfst gerne mal hier und da ein bisschen holpern. So, ich würde sagen, dann setzen wir irgendwo rechts außen mal an. Gucken wir mal. Seit langem mal wieder mit GPS fahren. Da
Habe ich schon länger nicht mehr getan. Schadet auch nie. So, ich brauche aber erstmal das Menü. Wir brauchen die automatische Breite 5 Meter. Spurführung an. Die Linien hätte ich auch gerne an. Ich glaube, mehr brauchen wir nicht. Jetzt kommt das mit A, B, ne? So, ablassen. Gucken wir mal, dass wir gerade nach hinten fahren. Setzen wir mal einen Punkt. So. Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Es sieht schon mal gut aus, ja. Die Kante ziehen wir sauber durch. Lübt. Wie schon vermutet, ja. Der 718, warum soll er das denn nicht packen? Und dann werden wir hier nämlich, denke ich mal, Weizen draufpacken. Damit wir auf jeden Fall unsere Strohballen noch runterkriegen. Ich glaube, wenn ihr das Video seht, müsste Freitag sein, oder? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich wünsche euch an der Stelle, sollte es sein, schon mal ein schönes Wochenende. Vielleicht sehen wir uns ja im Stream noch. Ist momentan so ein bisschen für mich die Qual der Wahl, ja. Also ich habe das Projekt, sage ich mal, gefühlt schon mal abgehakt, ja. So diese kleinen Feinheiten hier und da, was noch optisch verändert werden muss und so weiter. Das mache ich so nebenbei mal. Heißt aber, ich bin bereits an einem anderen Projekt voll dran. Und na klar, auch jetzt hier so ein bisschen mal für mich zocken, ja. Und dann wird es immer schwierig, ja. Hier Projekt, da für mich zocken, aufnehmen, YouTube, Stream und dann, um Gottes Willen, will na klar meine Frau, mein Kind auch noch Zeit mit mir verbringen. Ja, es ist nicht so einfach. Als Familienvater, ja, das ist so anstrengend wie ein Managerjob. Leider mit einem Gehalt von einem Hilfsarbeiter. Ach, schön. Ihr merkt, ich habe Spaß hier. Es ist reinste Entspannung für mich und ich hoffe für euch auch. Ihr genießt das Video am Abend ganz gechillt mal. Einfach was Einfaches zwischendurch, ja. Noch einstellen. Lol. Okay. Ah ja. Ah ja. Macht das jetzt einen Unterschied? Ich glaube nicht, ne? Also jetzt hier. Auf jeden Fall nicht, aber die Leistung würde ans Limit kommen, ne? Habt ihr gerade gemerkt? Wenn ich tiefer einsinken würde, wäre knapp bemessen. So, wahrscheinlich würde man jetzt doch erstmal so ein kleines Vorgewinde machen, ne? Ja, ich sehe schon wieder, ihr schimpft mich bestimmt schon wieder in den Kommentaren. Mensch, das macht man nicht so. Luja. Hat keiner gesehen. Ja, 9 Minuten 30, der Durchschnitt. Ich gucke das ja ab und zu mal an. Durchschnitt ist so ungefähr bei zwischen 4 und 5 Minuten. Ja, so lange schauen die Zuschauer meistens zu. Deswegen ist es gar nicht verkehrt, in solche stümperhaften Arbeiten immer nach den 5 Minuten passieren. Ja, finde ich super.
müssen wir nachher noch mal extra runter. Ja. Aber ihr seht, das Feld 10 hier mit den Zuckerrüben drauf ist jetzt nicht gerade das Größte, ja. Aber wir sind schon eigentlich 10 Minuten und keine Ahnung, 30 Sekunden damit beschäftigt hier seit Folgenbeginn hier zu werkeln, zu arbeiten. Da ist nicht viel Zeit in 15 Minuten Video. Da musste ich doch schon ganz ordentlich ranhalten an das Ganze, dass du da schnell zum Ziel kommst. So, gucken wir mal, dass wir das Gerät nicht ganz so kaputt machen. Und auf dem Stein aufsetzen. Schon ordentlich leicht auf der Achse, Freunde. Ich glaube, so schräg ansetzen darf ich mit einem Grupper auch nicht. Ne? Kreise fahren könnte ich mir sogar noch vorstellen, dass es auf jeden Fall schädlich ist für das Gerät. Aber so schräg ansetzen und rüber müsste, glaube ich, noch gehen, oder? Alles sind schon noch 3-4 Bahnen, was wir da ziehen. Plus die Schönheitsbahn hier außen. Mensch, da hat der Map-Erbauer auch nichts gesagt. Ging einfach nicht auf. Die 5 Meter. Muss ich jetzt eigentlich über Corona sprechen, dass ich Corona in den Titel reinnehmen darf? Oder reicht es, wenn ich jetzt hier das Gerät hier hinten angehängt habe? Ihr wisst ja, Clickbait und so weiter, ja? Auch ich muss auf meine Zahlen kommen. Als ob. Ja, Freunde, ich würde auf jeden Fall sagen, ja, ich spanne euch nicht länger auf die Folter. Ihr seht, ich habe noch 2-3 Bahnen zu erledigen. Und ich gehe mal davon aus, dass ich auf dem hinteren Feld eventuell die Vorgewinde selber machen und dann mal versucht, den Helfer zu schicken. Schauen wir mal, wie gut es funktioniert. In dem Sinn wünsche ich euch, wie gesagt, sollte es soweit sein, ein schönes Wochenende und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja? Bis dann, euer fleißiges Bienchen.